Hallo und herzlich willkommen zu diesem heutigen Video. Ja, wir stellen euch das Spiel Lastronaut vor, welches neu im App Store erschienen ist. Ja, dieses Spiel gibt es jetzt nur für das iPhone und den iPod Touch. Dennoch könnt ihr es auch auf eurem iPad installieren, wenn ihr das möchtet. Und ja, hier das einfach auch vergrößern. Und ja, es ist ja einigermaßen annehmbar. Und zum Aufnehmen des Videos ist es eben geschickter, das Ganze jetzt auf deinem iPad zu zeigen und nicht auf dem iPhone. Ja, das Spiel ist etwas ganz Besonderes. Warum sehen wir natürlich gleich noch. Zunächst erstmal zum Spiel an sich. Es ist eben im Prinzip ein Endlos-Runner, bei welchem ihr eben zwei verschiedene Aktionen habt. Zum einen das Hüpfen auf der linken Seite und Schießen auf der rechten Seite. Und so müssen wir eben versuchen, so weit wie möglich zu kommen, indem wir eben Hindernissen ausweichen, wie zum Beispiel hier diesen Raketen, beziehungsweise die eben dann auch abschießen. Und ja, dann wird eben unsere Meteranzahl ja, gezählt. Und ja, was das Spiel jetzt besonders macht, ist, dass das Spiel absolut komplett kostenlos ist. Der Entwickler verdient keinen Cent an diesem Spiel, denn es gibt ja drei verschiedene Möglichkeiten, im App Store Geld zu verdienen. Zum einen wäre dann natürlich der klassische Weg, ja, das Spiel eben zu einem Preis zu verkaufen. Dann haben wir natürlich die Möglichkeit, In-App-Käufe anzubieten und schließlich noch die Möglichkeit, Werbung in der App zu schalten und damit dann eben Geld verdienen. Der Entwickler hat jetzt hier bei diesem Spiel keines der drei Möglichkeiten angewendet. Das heißt, ihr könnt das Spiel kostenlos herunterladen. Es gibt keine In-App-Käufe. Und wie ihr sehen könnt, auch keine Werbung. Und ja, ich finde, das ist ja eine ganz coole Aktion, dass der Entwickler das macht. Und ich meine, das Spiel ist ja auch nicht schlecht. Also das hat ja schon natürlich Mühe gekostet, das Spiel zu programmieren. Und ja, von dem her eine sehr coole Sache. Und ja, und deswegen, wenn euch das Spiel gefällt, dann ladet es euch auf jeden Fall herunter. Und ja. Damit war's das von diesem Video. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.